Moin aus der Region Hannover. Ja, hier haben wir wieder mal ein Asa Palmatum Ischigio Yi. Genau. Und bevor ich es vergesse, gibt es auch gleich ein Bild auf das Laub, was übrigens sehr, sehr klein geblieben war im vergangenen Sommer. Und jetzt erstmal ein paar Worte zu diesem Baum. Das ist jetzt der zweite Ishigyu. Ich habe vor, den radikal zu schneiden. So radikal zu schneiden, dass er definitiv nicht wiederzuerkennen ist. So, er hat im Sommer die ganzen Äste gemacht. Das heißt, es gibt eine Unmenge Stecklinge. Hier musste ich damals den Hauptstamm absägen. Der war tot. Der sieht auch noch recht, ja, monströs aus. Das heißt, es ist hier mit Sicherheit sehr, sehr hart. 30 Liter Topf war es. Ich habe ihn da rausgeholt und wieder mal unten abgeschnitten und an Seiten jeweils. Ich habe hier gesehen, der Stamm hat eine bestimmte Form. Und darauf möchte ich ihn erstmal nur reduzieren. Erstmal aber, einer ist mir gerade abgebrochen, habe ich eine Menge Äste abzunehmen, die zu Stecklingen werden sollen. Und ich meine abnehmen mit wirklich so gut wie alles. Ich folge da einem asiatischen Beispiel, wie bei einem solchen Baum auch einfach nur das Wesentliche, nämlich den Stamm ausgearbeitet haben und dann das Ganze neu aufbauen. Nehme jetzt das, was ich als Stecklinge noch verwenden möchte, so schon ab. Das heißt, da schneide ich mir immer noch wieder ein paar Stecklinge draus. Bananen habe ich schon geholt. Zweites Häuschen auch vorbereitet, präpariert. Zeige ich aber jetzt nicht nochmal, sondern ich meine, das habt ihr gesehen, denke ich mal. Ein paar Stellen lasse ich noch ein bisschen was stehen. Bei dem, was ich jetzt vorhabe, wird es nicht mehr ums Absterben gehen. Kann ich euch gleich sagen. Der Baum wird ordentlich kämpfen müssen. Allerdings mit sehr wenig für die Ernährung. Hier bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, die machen wir auch ganz weg. Hier oben gibt es so Astkrägen an den früheren Ausläufern. Da schneide ich es auch ab. Und ihr seht schon, er wird ziemlich klein. Aus dem großen Baum wird ganz wenig. Ein Satz Fräse scheint vorprogrammiert. Gehe ich jetzt mal von aus.
Dann gucken wir jetzt mal nach den Wurzeln. In der Planung habe ich eigentlich, dass ich den im Sommer erst wieder zeige. Und das ist auch keiner der Bäume, die zum Verkauf kommen. Das ist einer, an dem ich experimentiere. Ich kann mich dunkel erinnern, das waren glaube ich 40 Euro, die ich bezahlt habe. Und dafür hatte er sich gut erholt, trotz des kaputten Hauptstammes hier. Aber ich möchte von der Pike auf einen Bonsai daraus machen. Ich will nichts mehr im Garten, im Freiland stehen haben, was dann richtig groß werden kann, sondern es soll schon ein schöner Bonsai werden. Und damit eben austreiben, aus dem Minimum. Und da soll er rein. Da muss ich noch ein bisschen anpassen. Vielleicht auch noch ein weiteres Mal spülen. So könnte es gehen. Da passt er rein, aber
Na, ich muss, glaube ich, erstmal ein bisschen Drainagematerial holen. Denn das habe ich jetzt noch nicht ausgepackt. Ein paar Stümpfe wegmachen. Da geht wieder eine Wurzel nach oben. Ah, von ganz unten, ja. So. So, haben wir jetzt das richtige Maß. Da auch noch nicht. Ganz schön radikal, ne? Okay. Ein paar ausgefranste Schnitte müssen ordentlich sein. Ja, eine Wurzel, die so nach oben geht, die kann nach unten geführt werden. Da sind genug. Und wieder eine, die nach oben wächst. Und dann auch wieder zwei. Auf jeden Fall passt da rein. Es gab ja zur Linde damals eine Anmerkung. Warum setzt du die so tief? Ich glaube, hier kann man es eigentlich schon sehen. Wurzeln, die tiefer stehen, wenn sie noch ganz dünn sind, so wie bei diesem Baum ursprünglich hier, das sind diese Wurzeln, die sich am Ende dann bezahlt machen, weil die sich für den Betrachter richtig zeigen. Da ist noch... Ja, da ist noch ein bisschen. Okay, einmal mehr noch spülen. Ich habe ein paar Sachen übersehen. Muss nicht alles immer ganz sauber sein, aber. Und ich packe es jetzt in die Schale. Mann, ich wollte Drainage da reinpacken. Na, mal gleich. Draht ist eingezogen und bei dem unteren Wurzelfuß kann man sagen, der wird bombenfest sitzen. Aber ich muss vorher noch fräsen. Ich nehme an, ihr könnt euch schon denken, wo. Da auch das Schneiden habe ich malig gezeigt. Das wurde dann auch markiert. Also mache ich das Fräsen wieder in der Wohnung und muss eben eine halbe Stunde länger sauber machen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wo das überall hinfliegt. Ja, ich kann auch mal spülen. Fallen immer noch mal so Klümpchen hier raus.
nicht den Arm. Ich glaube, das, was ich jetzt sehe, ist nur gut Vorderseite. Überprüfen wir gleich gemeinsam nochmal. Ein paar lose Wurzeln. Okay, ich gehe nochmal spülen, mache die Schale wieder sauber und packe schon mal Drainage rein. In der Zwischenzeit bin ich mir darüber im Klaren geworden, dass ich einen dieser beiden Spitzen hier nur verwenden kann und möchte. Wenn ich das, was ihr jetzt seht, als die Vorderseite wähle, das wäre nicht verkehrt. Dann nehme ich den, der hier leicht nach vorne geneigt ist und lasse den dran. Wenn ich diese Seite wähle, dann ist es der andere Ast. Er steht ein bisschen schräg. Damit kommt eigentlich der nicht mehr in Frage, aber der. Okay, dann machen wir auch diese Entscheidung jetzt mal dingfest. Extra noch nicht eingetopft. Ich will jetzt nicht, dass das hier durch die Gegend fliegt. Extra noch nicht eingetopft. Weil ich ja noch fräsen muss. Die Schnittstelle hier. Der kaputte Hauptstamm. Schneide hier nochmal nach. Tief konkav. Jawohl. Tief ist es. Krägen schon mal ein bisschen entfernen. Ich kann vielleicht noch mit der Fräse ein bisschen nachrichten gleich. Aber das ging ganz gut. So. Fräsen. Ich glaube, ich mache es im Stehen. Ich setze mir die Brille auf dazu. Es fliegt dann doch ordentlich durch die Gegend. Und dann legen wir mal los. Weil alles voll ist. Ich will jetzt gucken, wie weit hier eine gesunde Rinde zu finden ist. Oh, ja. Sie ist da.
Aber hier unten ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Da gibt es noch ein Problem. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine halbe Sauerei ist jetzt im Moment gerade hier. So, den Rest mache ich jetzt mit dem Messer. Ich habe überall gesunde Rinde, das heißt, ein Kalus kann zuwachsen. Auch wenn in der Mitte noch ein bisschen was Braunes ist. Ich denke mal, das schneide ich mit dem Messer nach. Ah, ist immer noch nicht ganz durch fortgeschritten. Hier komme ich auf die Unterlage schon. Da platzt ein Stück Rinde ab. Ja, und Saft tritt aus. Ich habe das schon gedacht, weil heute sah es schon so aus. Als wären die Knospen schon ordentlich geschwollen. Deshalb wollte ich jetzt auch nicht länger warten. Mit dem Topfen. So. Rundum gesunde Rinde. Eine Macke haben wir hier noch. Vorsichtig schneiden, da brauche ich nicht so viel zu schneiden. Aber ja. Wunderbar. Jetzt muss ich erstmal das Sägemehl hier wieder raus. Da geht's eigentlich. Ja. Ist gar nicht so viel. Einfach ein bisschen. Hin und her. Dient auch als Nahrung. Aber ich spüle es aus den Wurzeln aus, weil das doch ein bisschen viel ist, was sich darin eingesammelt hat. Ihr seht es vielleicht jetzt. Ja. Ich spüle es noch einfach hin an. So, diesen Ast werde ich nicht halten können. Er sitzt zu sehr in einem Teil des verrotteten Stammes, im verrotteten Bereich.
Deshalb zwicke ich hier nochmal nach. So, jetzt ist die Oberfläche relativ glatt. Nochmal einen kleinen Pinsel hier. Braucht nochmal frisches Wasser, denn das ist voller Sägemehl, was ich mir hingestellt hatte. Merkwürdigerweise. Aber ich bin rundum zufrieden. Ich würde jetzt einfach sagen, besser geht's nicht. Es bleibt so. Dann brauche ich jetzt noch eben für mein Gläschen frisches Wasser ohne Sägemehl, damit ich den Rundverschluss auch aufbringen kann. Die Wunden habe ich größtenteils jetzt schon geglättet. Jetzt nehme ich mir aber auch die obere Wunde nochmal vor. Das war jetzt die Prävention für alles das, was in die Wunden kriechen will.
So, machen wir die Wunde noch mal ein bisschen sauber von Rückstempeln. Vor allen Dingen die Ränder, denn da muss die Rinde sauber sein. Da wächst ja der Kallus. So. Okay. Gehen wir mal an die große Wunde. Ich sehe schon, es wird mit der Wundpaste schon weniger. Aber es gibt noch eine zweite. Vielleicht komme ich hier damit hin. Erstmal ins Wasser tauchen. Seitdem ich versuche, das möglichst nah zu euch zu bringen, sind die Aufnahmen alle ein bisschen schwieriger geworden. Ich muss über Kopf arbeiten und hätte ich hierfür gerne so einen Spatel oder sowas. Weil das ist ja im Laufe der Jahre wird es ja auch recht widerstandsfähig. Das Zeug. Ich habe vorhin mal kurz gezählt. Es sind vier Knospen noch dran geblieben. Wahrscheinlich wird er erst da austreiben. Vielleicht brauche ich die aber gar nicht, wenn er so wie der Biro auch aus anderen Bereichen austreibt. Das wäre wünschenswert. Aber noch ist das erstmal Zukunftsmusik. Der Biro ist ja auch aus dem nackten Stamm ziemlich gut ausgetrieben. Aber das war auch ein Ast dran und da ist er als erstes rausgetrieben. Okay, wir werden sehen, wer hier das Rennen macht. Da ist das Wasser schon angesammelt. Seiten schön andrücken über den Schnitt hinaus. So ist es ja schon deutlich besser in Bezug auf gesundes Holz. Hier kann ruhig ein bisschen mehr drauf. Hier unten will ich nur Kallus sehen, nichts weiter. Die anderen kleinen Wurzelteile da werde ich nicht behandeln. Aber die Äste natürlich, den hier. Beim letzten Rückschnitt hatte ich den gar nicht unversorgt. Scheiße. Sorry. Und dadurch war dann ein größeres Stück zurückgestorben. Aber jetzt wollen wir mal gucken, wie er sich hiernach verhält. Na, ich würde sagen, so in 6 bis 8 Wochen werden wir das sehen. Es wird ja noch mal etwas kühler hier, sagt der Wetterbericht jedenfalls. Aber Frost ist nicht zu erwarten. Dafür Regenwetter. Gegen Regen habe ich natürlich nichts. Zumal die Bäume, die ich jetzt frisch gemacht habe, nur das Wasser abkriegen, was sie sollen. Denn die stehen im Gewächshaus. Da wird nicht zu viel, nicht zu nass
das Ganze gemacht. Na, das ist ein bisschen viel. So. Komm wieder rein. Na, ich komme doch mit der Knetpaste sogar aus. Oh, ich glaube, ich kann das Ganze noch ein bisschen besser in den Fokus bringen, damit ihr das besser seht nachher. Ich greife wieder auf die Wunde hier. Es klebt. So. Okay. Den Wurzelballen haben wir sowieso so geschnitten, dass ich sagen kann, das oder das vorne oder hinten. Heißt also, im Moment ist es egal, wie ich jetzt zopfe, denn vorne und hinten, das ist einfach durch Drehen schon mal erledigt. So, jetzt muss da natürlich erstmal Substrat drauf. Dann habe ich noch einen anderen Baum, einen kleinen. Der kommt heute aber nicht zum Tragen. So, da einmal und na, doch, das geht. Irgendwo. Da ist die richtige Zange. Lass mal den hier fest. Ich habe hier wieder fest drauf gepasst. Mist. Dann nochmal nachholen. Und hier nochmal.
es funktioniert. So, jetzt gucken wir da, was ich da wieder gemacht habe. Da muss ich einfach noch mal ein bisschen Wasser an die Finger nehmen. Und es ist repariert. Klebt natürlich das Substrat auf den Fingern. Ich würde sagen Endspurt. Wird erstmal sauber gemacht. So, ein bisschen Substrat noch. Oh boy. Da ist noch, das sind Wurzeln, aber nach Gras oder sowas. So, dann wollen wir mal gucken. Die sich wieder hocharbeitet, kann auch weg. So, der Baum steht fest. Und wir warten dann darauf, was sich daraus ergibt. Es gibt gerade noch eine Stelle hier. Hier oben den kleinen Ast, der hat zwei Knospen da oben. Der darf auch noch ein bisschen Wundpaste kriegen an der Stelle. Ja. So. Und jetzt dürfen wir sehr gespannt sein, was sich im Laufe des Jahres ergibt. Ich gehe davon aus, dass er austreibt, weil ich das bei dem Biro ja schon so schön gesehen habe. Der ist ja auch sehr stark drangsaliert worden und er hat auch einfach neue Knospen gebildet. Das wird der dann wahrscheinlich auch machen. Hoffe ich. Schauen wir mal. Es kann sein, dass ich sogar im Sommer hingehe und den hier noch kürze. Denn ich finde diesen Stamm sehr schön. Und wenn hier unten sich was tut und sich da mehr tut, dann mache ich ihn vielleicht noch kürzer. Gut, kommt jetzt erstmal rundum in 300 Grad Sicht auf den Präsentierteller.